Nach dem plötzlichen GZSZ-Aus, warum Sila Şahin plant, in die Türkei zu gehen und eine Rückkehr zur Soap nicht ausgeschlossen ist. Sexy Sila Şahin. Im Februar steigt sie plötzlich bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten aus. Lange wird gemunkelt, die Schauspielerin geht für Filmprojekte ins Ausland. Oder doch zurück zu GZSZ? Im Interview klärt Sila auf. Also Türkei steht immer noch, also das werde ich auf jeden Fall in den nächsten Monaten machen. Und zu GZSZ gibt es nichts Konkretes. Ah ja, die 28-Jährige gibt sich also weiterhin geheimnisvoll. Für Sila geht es nun aber erstmal in die alte Heimat. Ja, also da habe ich Treffen mit Castern und Produzenten und da werden wir über neue Sachen reden. Neues gibt es für Sila in diesem Jahr nicht nur beruflich. Für ihren Liebsten İlkay Gündoğan zieht sie extra von Berlin nach Dortmund. Bislang eine gute Entscheidung. Ich bereue das nicht. Ich finde, Dortmund ist natürlich eine andere Stadt als Berlin und ich bereue es nicht, nö. In der neuen Stadt findet die Schauspielerin schnell Freunde. Die Liebe zu den Borussia Dortmund-Kickern Mats Hummels und İlkay verbindet nämlich Spielerfrau Kathi Fischer und Sila. Kennengelernt haben sich die zwei Hübschen aber schon zuvor. Sila kenne ich über eine Veranstaltung vor über 2 Jahren, es war zur Fashion Week. Und da haben wir uns kennengelernt und ich finde sie einfach, sie ist lustig, sie ist nett, sie ist offen und sie ist ehrlich. Und es gibt nicht so viele ehrliche Menschen leider. Na, wenn schon die Sila so ehrlich ist, hat sie vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert und etwas über ein mögliches GZSZ-Comeback verraten? Busenfreundinnen erzählen sich doch alles. Ich glaube es nicht, weil sonst hätte sie nicht aufgehört. Sie möchte ja nach Istanbul, glaube ich, gehen oder in die Türkei. Und ich denke, sie hat so viele Projekte und Gute Zeiten ist ja doch sehr aufwendig, aber mehr weiß ich nicht. Vielleicht taucht Sila ja so überraschend wieder im Fernsehen auf, wie sie vor Monaten verschwindet.